bestimmt auch schon eine Möglichkeit, jetzt den zweiten zu machen. Was ist? Gibt bestimmt irgendeine Möglichkeit, jetzt schon den zweiten zu machen. Naja, das so oder so. Ich wollte es nur gesagt haben. Da man ja den zweiten so nach dem ersten macht. Ja. Du meintest, ich kann nicht schwimmen. Da kannst du ja jetzt auch nicht. Ja, toll, deswegen dachte ich, ich kann da nichts machen. Ich wollte da noch ein bisschen rumprobieren eigentlich. Du kannst ja das auch nicht schwimmen, also kannst du da ja auch vielleicht was machen, wenn du nicht schwimmen kannst. Boah, gewonnen hätte du. Du hast auch nicht dein Seepferdchen gemacht. Also. Sowas von gar nicht. Wow. Aber der war das ja. Ich mach den zweiten fertig aus. Der geht super. So. Ich ganz am Anfang hattest du so ein geiles Gespräch mit so einem Betrunkenen. Ne, nicht mal. Mit so einem Typen, wo ganz viele Betten waren. Der gute Junge. Der hat dir ganz tolle Sachen erzählt. Ja? Die hast du dir vor. Nö. Das schaue ich mir vielleicht auch in der Aufnahme nochmal an. Irgendwann. Das ist ein Loch. Wow, blauer Planet. So. Und naja, das halt. Wird nie alt, werde ich nie alt. Ja, guck mal, siehst du, du kannst den kleinen Schlag wegmachen. Ja, wissen wir schon mal, dass das Schwert 3 oder mehr abzieht. Ja, das war jetzt Ultraschwert. Ich brauche ja jetzt so einiges. Oder auch nicht. Oh geil, es piept. Ja. Hui. Geht niemals schief. Das Schwert beschützt aber auch nicht vor dem Abgrund. Nee. Was? Dann müsste es länger sein, so lange, dass das passiert. Scheiße. Ach ne. Nee, ne. Gut, ich fange hier wieder an. Alter, hab dich nicht wieder deine ekelhaften Filmchen, du. Ich habe immer noch Albträume. Wir kennen beide Tobi. Was? Achso, ja. Genauso andersrum. Mitteilungen, mal sehen, was sagt es mir. Du hast mich seit einem Jahr nicht benutzt. Du bist scheiße. Rüsseltausch, oha. Wie für letztes Training vor über einer Woche. Oh ja. Genau. Ja, in gewisser Weise stimmt das. Ja. Ja. Die Aussage ist absolut korrekt. Das stimmt. Oh. Roter Planet. Oh, cool. Nee, das ist kein roter Planet, das, Colin. Das ist der Anführer vom Fanclub. Ah, stimmt. Der war das. Die anderen sind halt die Fans. Und das ist einfach nur die rote Analkette, die feurige Analkette. So. Oh, cool. Die Ponce Kompass, but shit everywhere. Ja, läuft. Nintendo Video, ich glaube ja nicht, ne? Wenn ich jetzt vielleicht hier auch vielleicht cool, Videos ansehen, vielleicht als Internet hier. Oh Gott. So, was will ich denn suchen? Die Porsche. P. O. Am Arsch. Poe. Poe. Okay. Ich weiß noch mal, ob ich das jetzt noch einmal nicht. Da war schon wieder so eine komische Anhörung. Dann kommt die Aufnahme und läuft ja. Hier mal zu dem Part kommen, muss er schon ziemlich gut drauf sein. Also kann ich ja eigentlich labern, was ich will. Ey. Eigentlich, ja. Ne? Also dann. Kova. Kuh. Hat er hier? Ja, oh, das ist nice, wo du landest. Mhm. Oh, cool, aber komm, nee. Ich weiß halt, was okay, geil ist. Okay, ich sehe schon, warum der Stift gut ist für Leute mit zu fettigen Fingern. Und zu dicken Wurstfingern. Trifft ja zum Glück nicht auf dich zu. Zeig mal her, du kleiner Blümmel. Dein Fan schon. Ja, die folgende Analkette und ein Fan im Hintergrund. Mhm. Du hast keinen Access Point gefunden, ach ja. Ja. Tja, bei mir hier werden keine. Doch, doch. Sehr schön. Gut gemacht, das war die Hand, Mama. So,
Scheiße, ich glaube, ich muss nochmal ins Homing gehen. Und dann muss ich irgendwie Internet hier mit der Liste. Ja, genau. Vielleicht hätte ich da jetzt Bock drauf, für den Code rauszusuchen, der so arschlang ist. Das kann du mal hier oben hin tun, das war voll gut. Ja, genau. Könnte ich wohl machen, will ich aber nicht. Das würde uns allen bestimmt helfen. Wenn der erste Welt gebracht ist, kannst du ja mal dann demnächst machen. Mach mal. Ja, aber Steffen muss ja gerade gefristet werden. Okay. Ich verarschen. Oh Mann, ey, ich krieg hier wieder gar nichts geschissen. Hey, mach nichts anderes jetzt nebenbei. Das okay. ist respektlos. Warum mach ich denn jetzt aus? Ich wollte ja nur gucken, ich ob ich das habe. Nee, bist du nicht, Colin. Doch. Nee, bist du nicht. Doch. Okay, Frauen sind multitaskfähig. Du bist eine Frau. Nein. Doch. Ja. Bum, bum. So, mach ich jetzt mal aus. Geil, ey. Wir haben nur ich hab nur drei Herzen verloren, oder vier. Boss. So, ich hab keine Ahnung mehr, was... Ach ja, hier, genau. Wir wollten die kleinen Stacheln Mumien, das da rauf und Hände. Boah, die Hände sind immer wieder toll. Wow. Guck mal, da steht drauf. Oh, ja, ich sollte natürlich... Alter, dann greift der... Oh Mann, ey, das regt mich echt so auf, dass man nicht, während man angreift, noch die Richtung ändern kann. Ja. Moi. Ja, was man gezielt angreifen. Ja, Mama. Okay, das sah geil aus. Oh! Ja, genau da wollte ich hin. Ich muss aufpassen, dass es nicht gefickt ist von der Mühle, wenn der drin so raus. Oder von der Hand. Ja. Da ist ganz viel. Ja, jetzt sind sie wirklich nicht, ne? Nö. Aber gut, da sei ich auf der Strategie. Ja, ich merke schon, die waren ziemlich. Hat sie ziemlich verwirrt. Mhm. Ich hau einfach ab. Oh, jetzt bist du hier. Hey. Hey, wo ist das? Ach so. Oh, cool. Ja. Ich kann noch runtergehen. Oh Gott, das ist gut. Alter. Oh, nee. Oh, Mann, Beine. Was denn? Ja, das ist, weil du halt dein Handy vom Daddeln. Du willst das nicht machen. Ach so. Was? Boah, das sah gerade voll sexy aus. Nein, das sah es nicht. Das war voll homo. Guck mal, der 3DS sieht gerade so aus, als würde sagen, you don't say. Nein. Nein. Oh, du hast den Kopf nach hinten geneigt. Du hast ihm den Kopf nach hinten geneigt. Oh. Dieses Teil. Ja. Boah, das ist ja keine Bücher drin, das heißt so die kassiert man. Oh, da ist so viel Geld voller. Ja. Nein, das ist so ein Schüchterner. Ich hab die Mumien, das passt schon. Ja. Oh. Und das. Ja. Plus der Chef vom Fanclub. Und wir gehen da rein und ein total nutzloser Raum. Nein, das ist hier. Warte mal, war nicht da in der Kiste? War das noch ein Schlüssel? Ja. Also. Ne, die Karte, der Kompass? Ne, da oben war noch der Schlüssel. Was hast du eigentlich alles jetzt? Karte, Schlüssel und Kompass, glaube ich. Also den dicken Schlüssel habe ich glaube ich auch. Da oben soll noch ein Raum dran sein oder ist der? Ne. Nee. Der ist daneben, okay. Ja, daneben. Trotzdem ist ganz rechts noch ein Raum. Tja. Gucken wir uns erstmal den schnell an. Bin ich irgendwie schon wieder hier gelandet. Boah, hast du das gesehen? Das war fast ein roter Planet.
ist ja schon überall. Boah, sehr schön, dass du die mal aktiviert hast. Ja, nicht schaden. Aktiviert? Naja, okay, du hast sie einfach zu erfackt. Okay. Gut, dann gehe ich hier erstmal mal wieder raus und mache mir weiter. Ich versuche mal noch runterfallen oder runter reingehen kannst oder so. Da war ja diese eine Tür, die du nicht aufbekommen hast und dann einfach gesagt hast, oh, geh ich mal da weiter. Ja. Böse. Ein Herz. Da war es schon. Nee, war in dem anderen. Ach ja, stimmt ja, aber du warst in dem Raum. Ah, okay. Da ist mir irgendwann da gefallen. Ja, weiß nicht, da bin ich damals zum ersten Mal runtergekommen. Ja? Das Teil hier. Schau. Nicht zu weg, ja. Das kann man missverstehen. Also, könnte man? Gerade die Mumien sich da selbst von den Stacheln geknechtet haben. Naja, okay. Verdammt. Egal. Oh, ist ein bisschen benutzen. Was weg da? Von dem Blumentopf. Geh lieber jetzt schnell da hin. Nein! So. Nein! Was? Nein! Das wird schon da. Guck mal, was hier ist. Achso, da war es ja noch gar nicht. Nee. Achso, war da nicht mal los. War jetzt auch verwirrt. Oh. Glitzernde Kuh. Scheiße, die hat mich voll gekillt, ey. Oh, und die hättest du auch richtig verwirren können, Mann. Wenn du die Kugel so wegnimmst, dann dreht sich das nur im Kreis und das voll gefestet. Stimmt. Leben zerstört. Oh. Ja, und das ist natürlich auch gut. Meinst du so? Leben zerstört. Voller weg von deinem Handy, die lieber das an. Das ist die absolute Zerstörung. Vom Leben. So, das verwirrt den wieder. Genau, aber diesmal extrem verwirrt. Naja, das macht den Totenkopf eben. Totenköpfe können sehr erotisch sein. Ja, klar. Du hast ja auch dein einziger Buch gelesen. Ja, du musst es ja wissen können. Genau, habe ich gelesen. Er sagt sogar. Das ist eigentlich für scheiß Fantasien. Ja, wo kommen wir da wieder hin? Geil. Dann lassen wir das mal lieber. Die Musik ist aber klasse. Total. Tada. Magie. Sack geschlossen! Ja. Darauf kommt er nicht klar. Boah, one hit, geil. Auf diese Analketten haben wir nicht klar. Ups. Analketten? Analketten. Schön. Muss ich endlich nochmal auf dem Klavier kurz gucken, wie der jetzt ist. Kaufe ich mir ein Keyboard und immer wieder Dings machen. Mhm. So, das heißt, dass du hier schon ziemlich durch bist. Dann ja. Raus in den anderen da genau. Rein, dann Gouda Käse und dann hast du das und wieder zurück und alles ist super. Geil. Klingt einfach. Genauso werde ich es machen. Boah. Okay. Oh, du bist auf Blumen verplant. Ja. So, also hier rein. Wenn ich das komplett programmieren würde, würde ich dir allen auch diesen Namen geben. Dann noch so einblenden. Ja, willkommen Blumen verpflanzen. What? Na, das ist ja die geile Tür. Eine, oh, meine würde ich auch eine auch sehr nervige Stelle. Die Hände. Yeah. Gouda. Wow. Oh. Wow, Gouda. Gouda. Käse. Tja. Ah,
Ach, fick dich doch, du Scheißhahn. Ui, wir haben noch einen Planet. Und so ein paar Planeten. Tante. Was? Ah, Bandagenfetischisten. Das ist doch mal ein toller Name für die. Aber das sind Typen. Nein, ich meine die Mumien. Ja. Achso. Bandagenfetischisten. Boah, komisch auszusprechen. Fetischisten. Nicht Fetischistin. Wenn es jetzt weiblich. Wenn sie alle weiblich sind. Ja, dann schon. Ich gehe einfach davon aus. Muss ich mal googeln. So weiblich muss sexy aussehen. Oh Gott. Doch, doch, sowas. Weibliche Mumien? Ja, nee, sowas. Sowas hast du schon mal gegoogelt. Bestimmt. Ja, ich kenne auf jeden Fall einen, aber das ist ganz aus. Alter. Gauda, Gauda, Gauda. Du? Gauda, Gauda. Ma! Boah, ist witzig, aber Mann, Gauda, Gauda. Gauda, Gauda, Gauda. Nö, nö. Mal du Hand. Boah, ey, jetzt kann ich das hier nochmal. Und jetzt. Nope, nope, nope. Und du hast los. Und ganz viel Action. Und yeah. Ich hab's halt voll drauf. Die Bandagen viel geschützt. Sind leider weg, aber dafür ist noch der... Oh, cool! Die Hand ist ja da. Guck mal, wo sie dich hinbringt. Ui! Ernsthaft, ey. Jetzt Steffens neuer Freund. Ja. Ist immer voll gay. Sie fiel die Schissen aus Bandagen und blauen Planeten. Passt doch. Und Gouda Käse, Statue. Ich hoffe, irgendein anderer außer dir schaut sich das noch an. Der wird seinen Spaß haben, oder auch nicht. Ja, ich werde bei dem... Ja, bei dem! Wenn er bis dahin kommt, hat er seinen Spaß, definitiv. Also das Nachttempo war auch einfach nur klasse. Das hat bis jetzt alles gesprengt, das hat echt den Rahmen gesprengt bis jetzt. Und Käse. Nope. Was am Arsch! Das war die Statue, nicht ich, Homo-Hand, ja. Ey. What the fuck? Also bin ich rausgefallen. Tja. Magie. Jan sagt einfach, mach das hier raus. Ja, aber du bist Töne. Boah, man darf Fetischisten. Cool. Ach ja. Naja, ist noch ordentlich Platz für Items da drin. Definitiv. Dann kannst du die doch auf alle möglichen Arten fisten. Oder gefistet werden. Ja. Kann da mal die Hand gefällt immer mehr. Blauer Film. Ich weiß, du hast eine Freundin für Hände. Für meine eigene. Ja. Oh Mist. Game over. Ja, das gibt's ja nicht, muss man ja sagen. Also so. Ja, stand Game over. Ja, deswegen, also. Das war ganz schön knapp, Steffen. Ja. Ich wollte, dass du Angst machst und den Hosen kriegst. Boah, blaue Disco-Kugel und Kombination. What the fuck, wo kam die denn her? Wie geil war das denn? Ganz ehrlich, ich bin nach unten gelaufen, als sie schon losgefallen ist. Blaue Planetenhand. Wie sagt sie noch ihre Ja, mit Disco-Effekt und dann noch ihn so. Das war die perfekte Kombo, da konntest du einfach nichts machen. Ja, das ist so, einfach nur stehen bleiben können. Schnell zur Truhe einfach laufen. Okay. Ein Glück habe ich das noch. Strudel, Strudel! Und wo der Planet geht, richtig ab. Ja. Tja. Tja, ja. Was, tja, ja. Im Gang ging's noch nach rechts, ist mir scheißegal. Thank you.
alter Bene, Mann. Doch, das ist wieder hier. Was haben wir hier? Ach, die Küche kann ich auch nicht benennen. Die haben so ein Schädel oder was. Und ein Fan. Oh, Fan. Fan mit Blitzerkugel. Ah. Und was mache ich ihr Leben zerstören? Nö. Oh. Naja, ihr Leben ist so oder so zerstört. Also. Oh, Analketten. Bam. Das sind keine Analketten. Wieso ist sie jetzt da unten dann? Keine Ahnung, Würmer oder so. Okay, Würmer oder sowas. Pyroar, Red Fire, but watch auf ihrem Magic Meter, geil, ich kann Feuer spucken. Hm. Ja. Yeah. Geil. Geil, da ist nichts passiert. Tja, wo ist bestimmt was passiert? Blitzerbube. Haha. Und Leben zerstört. Ja, ich bin... Jetzt hast du es total zerstört. Verdammt. Totally destroyed. Hey. You break this. Der Chef von Flammenflug war da. Ja, und ich hab ihn gekonnt ignoriert. Oh, und hab Fleet. Oh, cool. Der hat ein bisschen... Ja. Der hat sich in Wirklichkeit nur von den Blumentöpfen versteckt. Der hat den Bosch gezwirbelt. Oder das. Der ist jetzt zunächst Fleet. Colin hat das gemacht. So, deswegen sagt er es ja dann. Verdammt, du hast mich durchschaut. Oh Mann, das macht mich so nervös, da muss wieder was rauskommen. Oh Mann, Bene. Wieso? Ich heute Nacht keine Augen mehr zu machen. Oh doch. Oh. Und dabei werde ich einen von dir trauen. Nee, du träumst im Nachthemd. Ja, und von dem da. Der den heute mal oder von Bene im Nachthemd. Alter, wow. Not bad. Oh cool. Das ist noch jetzt. Oder Pot, Blumenpot, das ist ja noch, noch geil. Also hier ist nichts mehr. Ach doch, er ist auch direkt noch da. Nummer 3. Das sah gerade voll gestört aus, Bene. Du bist völlig normal. Ja. Total. Yeah! Yeah! Oh, das ist geil. Ja, ich bin auch immer so. Ja, machen wir das so rum einfach mal. Hey. Oh, ein Quickie oder was? Tja, sie will nicht. Oh doch, Colin nicht. Die verdient auch an. Guck mal, jetzt haben sie alle ihre Rüstung gefärbt und sind jetzt blau. Die waren schon vorher da. Ja, aber sie haben vorher grün. Scheiße. Aber wir haben natürlich noch die geile Schaufel. No. War ja nur geliehen. Okay, ich stelle mich auch wieder geil an. Der ist mit seinem Leben auch total überfordert. Ja, er fand die Büsche wohl zu toll irgendwie. So, wenn ich richtig liege, ist hier irgendwo was drauf. Ja, das sieht doch gut aus. Ist da, irgendwo geht man auf die Karte hin. Ich kann das doch nicht sehen. Oh, ein Freund. Der ist auch ein Fan, oder? Ja. Jetzt nicht mehr. Ich meinte die Biene. Mhm. Hätte ich jetzt auch gesagt, Colin. Aber sie ist auch nicht mehr. Ne, wurde entfernt. Entfernt? Entfernt. Oh ja, das kommt mir auch noch mal ein Lexikon rein. Das hört sich Penis an. Ja, da kommt sie auch rein. Das ist so fancy, eigentlich. Das ist ein Monocle. Und ein Kamel. Oh cool, das ist wieder der Vogel, der dessen Windrichtung nach außen geht. Ja Mann, das Brain fuckt mich voll. Ja, irgendwie schon, ne? Da wollen sie einfach nur sagen, der Wind kommt aus dem Osten. Vielleicht hatten sie auch halt damals einfach keine 3D-Effekte, dass sie den irgendwie hätten drehen können oder so. Warum macht sie einfach nur das? Vielleicht wollten sie auch einfach nur einen Vogel da haben und haben sie in irgendeine Richtung gesetzt. Ja, ne? Oh cool, oh Klatsch. Yeah.
Ausprobieren. Oh, okay. Ist das Ding hier überhaupt noch da? Ah ne, hier ist jetzt das Teil. Okay. Aber wenn das da ist. Oh mein Gott! Okay. Gut. Stefan schon eine große Erkenntnis. Nee, nicht wirklich. Ich weiß immer noch nicht, was ich hier machen kann, aber. Der Vogel. Such das Nordfeld. Ich spiele einfach ein schönes Lied. Das ist nicht schön. Ja. Hast doch keine Ahnung. Morgan, der Heino Flippi hat ja noch gesagt, geh mal zu dem einen da hin in die Bar. Wow! Das hat er echt voll gebracht. Der hätte dann irgendwas gesagt mit Vogel und das der Hinweis, dass du zu diesem Vogel dahin gehen solltest. Okay. Aber jetzt hast du ihn einfach eine Flöte da gespielt. Und dann hat sich das geklärt. Und jetzt habe ich den Vogel befreit? Ja, jetzt hast du den Vogel befreit. Und wo ist er hin? Keine Ahnung, vielleicht denkt er jetzt, oh scheiße, ich bin frei. Vielleicht ist er Vögeln. Ja, jetzt kann er eine Familie daneben. Ist er hier drin? Wer weiß, da ist ja wieder Mario. Ja. Oh, da ist ein Bonus. Ja, das war ein Gegner. Das ist cool. Ja. So sieht's aus. So, aber ich bin weiter. Komm, kein Raum ist wirklich nur komplett nutzlos, ja. Ist, was? Und ich guck wieder auf den Ding drauf. Na? Kannst du auch mal? Na danke, ich verzeihe. Nee. Schade. Obwohl, nee, das ist meins, Mann. Ja. Okay, gib mal her. Ja, Alter. die Flöte. Was ist das los? Steffen verwirrt. Ich hab nur die Flöte gesagt. Ja. Ja, die Flöte. Ich hab sie jetzt. Ja, und damit ist Steffen verwirrt gewesen. Achso, ich meine die Flöte, Mann. Ja, nicht voll das Huhn, das Huhn. Nicht die Flöte umändern. Oh, da war schon wieder jemand masturbieren. Oh, ja, du schon wieder, Colin. Ja. Sorry. Das Blumentopfland. Oder Blumenpottland. Kann man sich aussuchen. Meinst du das? Ich bin verwirrt. Oh, ja. What the fuck, Bene, Mann? Komm klar. Vogel. Mit allen einfach. Existiert alle gar nicht. Das ist alles nur ein Traum vom Schmetterling. Scheiße, heißt das, ich muss hier noch einen anderen Weg sehen. Boah, Mann, ey. Voll nervig. Voll kompliziert hier. Aha. Hier ist ein Ausgang. Ja. Cool. Cool, naja, die absolute Analfistung. Ich hab nie kapiert, was das so, naja. Da kommt so ein Analstöpsel aus dem Oberlord raus. Mhm. Okay. Das finde ich absolut. Oder das fette Teil. Das sieht so ein bisschen aus wie bei Guts und so. Das finde ich. Und so bei wie so ziemlich jedes. Und die Schwanzspitze von dem großen Teil ist wieder das große Teil in klein. Es hat sich selbst also in seinen Schwanz vereinigt. Als kann sich die ganze Zeit selbst blowt haben. Also, ich wäre nicht stolz drauf. Ja, besonders wenn du mal urinieren musst und so. Ich weiß nicht, was dann passiert. Da urinierst du in deinen eigenen Mund. Was soll denn die Scheiße? Wow, Sterne, überall nur Sterne. Geil. Oh. Ja, interessant. Oh Mann, ey, wer hat so einen Scheiß einprogrammiert? Da dachte ich bestimmt. Das gab's vorher noch nicht. Nur die Vision, die du runterladen kannst. Guck mal, das sieht doch voll gut aus, Junge. Das ist nur so ein bisschen Unkraut, das bringt ja nichts. Weißt du, was mich umbringt? Der Sturz.
Das, ja, das, das Geile ist ja, man wird auch extra penetrant, da wieder hin teleportieren, um dann zu sterben. Mhm. Warum ist sie da nicht runtergefallen? Cheetah! Ja, mal gucken, du kannst jetzt durchgehen. Was bedeutet das also? Das. Ja, jetzt auch immer wieder. Also mach mal die Sterne und dann geh mal nach unten. Okay, das wollte ich mal wirklich nicht. Das hätte ich jetzt selber hören nicht dran gedacht. Wo kommst du ja nicht hoch? Also hat sich jetzt irgendwas verändert. Oh mein Gott. Naja, das hat sich nicht verändert. Oh mein Gott. Voll genial. Oh, scheiße. Mann. Bams. Nee, das haben wir nicht jetzt. Geil, jetzt hier. Uah. Kann ich nur so sagen, das ist der absolut beschissenste Raum von allen. Und du bist gerade richtig tief in der Scheiße drin. Ja. Halt ein Trollraum. Keine Risse in den Wänden. Ja, ja, das müssen wir jetzt das auch noch erforschen, ne? Wahnsinn. Das war's voll wert. So, wo kommen wir hier jetzt wieder raus? Ah, ja, wunderbar. Da bin ich wieder zurück zu dir, wenn du nur reingefallen bist. Ja, ich weiß aber nicht, wie es sonst weitergeht. Oder da oben bei dem. Der ultimative Penetrator. Muss ich ihn mit dem Hammer eins verpassen? Der Anführer, der Anführer. Ja, du musst seinen Hammer eins mit deinem Hammer verpassen. Ja. Dann explodiert das ganze Pottland, Mann. Dann hast du nur noch einen großen Haufen Wichser da. Ja, aber hier müsste ich sogar... Überschwemmt das Pottland. Ja, da blinkt so eine 3. Scheint so, als ob der Verlass noch nicht gefestet ist. Hm? Der Verlass ist noch nicht gefestet. Jum, 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 also das bringt nicht viel. Was auch, so Land ist einfach nur eine Lichtwelt. Ja. Und? Naja, Pott. Der Pilz geht's vielleicht noch besser. Ja, ehrlich, ich fütter ihn mit dem Pilz, dieses, was auch immer das ist. Geht nicht. Sein Schwanz steht auf Musik. Tänzer so. Hätte ja klappen können. Bewegen sich so die kleinen Beinchen. Fang ihn ein. Catch the dick. Gotta catch him all. Oh, oh Mann, ey. Verbrenn ihn. Anzünden kann ich sie auch nicht. David nicht. Nö. Oh Mann. Oh yes, komm rein, Mann. Du hast mich jetzt absolut stimuliert. Das eine Feuer ist nicht feurig genug. Okay. Genau. Das hat nicht genug Bums. Ja, er braucht einen mächtigen Bums bei dem Riesenteil. Also das geht mit dem Festung dann nicht los. Warum ist der Troll? Wollte er nicht so leicht machen? Steffen ist verwirrt. Oh Scheiße, das kann auch mal so 2-3 Parts, 5 dauern. Nee, passt schon mal. Erinnere dich nur an die komischen Dingswände vom Lava-Palast. Ich weiß gerade nicht, welche Wände du meinst. Naja, der Pfeil, und da muss er ja auch rein, und da war auch ein bisschen verwirrt von den Wänden. Oh. Weil das ja auch auf Anhieb nicht funktioniert. Und naja, ich war bei den Wänden. Direkt in die feurige Anlage. Ja, ich hatte keinen Bock aufs Piepen und ich spawne jetzt eh wieder neu. Ja, mit ganz viel Leben. Wo wir gerade mal dabei sind, mal abspeichern, gerade eine Runde, aber ich bin das ist jetzt wieder geladen. Das ist zu geil. Ich weiß gar nicht, wo du zuletzt gemacht hast. Ich auch nicht. Im Land vor unserer Zeit. Auch nicht gut. Bist du wieder irgendwie auf dem Planeten? Oh, bitte. Durchgehen, ja, natürlich, Colin, wie du allein schon sicherer Weg hier. Ja, oben saß gerade eben sicherer aus als unten. Ja, gerade
geben. Kurz eine Runde beten und runter da. Sehr schön. Tür? Truhe öffnen ist schon eine Kunst. Ja. Yeah. Nehmen wir was hin. Noch eine Runde, Glitzerkugel. Ah, sehr schön. Wieso können die da eigentlich durch, ich aber nicht? Glitzerkugel. Glitzerkugel hat gewonnen. Und du weißt dann die Würmer und so. Nein. Nee, wie war's denn das richtig? Oh, das wird lustig. No Planet Action. Und natürlich, wir vergessen noch nicht unseren Freund. Der darf ja nicht fehlen. Doch, es ist eine Hand, verdammt. Oh, cool. Scheiße, das war oh, nicht so schmackitastisch. Oh, ja, das geht ja auch gut. Gottes Willen. Ma! Was? Was? Achso, ist wieder ausgegangen. Ich würde jetzt warten, bis alles wieder aus ist. Ich sag's nur einfach, sonst Energie leer und Hand kommt. Das wäre einfach so die totale Festung. Kann. Schon ja. Ja, die Folge war ja jetzt auch schon wieder ein bisschen länger, deswegen speichere ich hier kurz mal ab und ich bedanke mich an der Stelle fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.